Oh Mann, oh Mann. Dieses Video wird mal etwas ganz Besonderes, denn ich werde in diesem Video höchstwahrscheinlich nicht schneiden, also kein krasses Hahaha und Effekte oder ultraschnelles Gerät oder ähnliches. Nein, heute geht es einfach nur um meine Meinung, was ich so denke zu dem Thema, steht ja schon im Titel. Und dementsprechend dachte ich mal, ich schreibe mir ein paar Stichpunkte auf. Naja, ganz ohne Struktur geht's nicht. Aber ich habe mir jetzt kein richtiges Drehbuch geschrieben oder ähnliches oder Sachen, die ich explizit nennen will, außer eben diese Stichpunkte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar, es geht ja um Duel Links. Und Duel Links habe ich jetzt quasi 2 Wochen exzessiv gespielt. Was heißt exzessiv? Ich habe quasi jeden Tag mindestens so 10 Minuten gespielt. Klingt jetzt nicht viel, aber es ist konstant. Ich habe auch fast jeden Tag gestreamt. War ein sehr cooles Erlebnis und ja, wie war meine Erfahrung damit? Erstmal, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hatte richtig Bock auf dieses Projekt, einfach allein wegen den Aspekt, diese Challenge dahinter zu haben. Einfach zu sagen, ey, es gibt dieses KC Grand Tournament und ich will Stage 2 erreichen. Und jetzt hier an dieser Stelle, Leute, die es noch nicht mitbekommen haben im Stream, kleiner Spoiler. Ja, ich bin Stage 2 gekommen. Hier ist auch nochmal mein Deck. Mit diesem Deck habe ich gewonnen. Und Edle Ritter, bestes Deck auf jeden Fall. Mir ist bewusst, dass es nicht das Top-Tier-Deck überhaupt ist, aber ich konnte damit zeigen, dass man auf jeden Fall jedes Deck damit besiegen kann und ich habe es geschafft, eben vor allen Dingen am Ende die 5er-Siegerserie zu machen, was gar nicht so leicht an sich ist, erst recht nicht, wenn man eben so ein Deck spielt. Erfahrung war cool, man musste sich ein bisschen reinfinden, das gebe ich zu, aber ich muss auch sagen, dass das Spiel einen sehr an die Hand genommen hat, natürlich erst recht noch zusätzlich mit dem Chat, auch wenn der Chat sogar manchmal ein bisschen verwirrend war, weil gleich die nächstgrößten Tipps gesagt wurden, die quasi erst gelten, wenn man schon richtig drin im Spiel ist und nicht halt, wenn man gerade erst angefangen hat, denn die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen komplett neuen Account genommen. Ja, es stimmt, ich habe Duel Links schon mal früher gespielt, ganz am Anfang, da habe ich einfach mit Außerirdisch meine Sachen gefarmt und so und sogar an Turnieren teilgenommen und war sehr, sehr cool auf jeden Fall, aber dann hatte ich einfach keine Zeit mehr dazu, habe das Ganze eben fallen gelassen und mich auch nicht groß weiter damit beschäftigt, dann okay, beim Invitational wieder mit Duel Links in Kontakt gekommen und dann auch noch bei den Rocket Beans habe ich ja auch Duel Links gespielt, aber jetzt halt nochmal richtig, ich wollte rein, ich wollte mich richtig krass damit beschäftigen und ich wollte eben Stage 2 schaffen, was einfach für mich so ein kleiner Ehrgeizaspekt war. Denn ja, ich bin schon so ein kleiner Tryhard und wollte halt eben das schaffen. Einfach um es auch für mich zu haben, dass ich sagen kann, ey, ich bin Stage 2 gekommen. Übrigens, falls die Leute fragen, spielst du Stage 2 komplett durch? Nein. Begründung, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Man kann durchaus spielen, aber die Top 100 zu kommen ist doch sehr schwer, beziehungsweise vor allen Dingen zeitintensiv. Und wir werden auf jeden Fall ein paar Runden da spielen, das außer Frage, weil es macht einfach mega viel Spaß. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht versuchen, in die Top 100 zu kommen, weil dann müsste ich jeden Tag gefühlt 8 Stunden Streams machen. Nächster Punkt hier auf meiner Liste ist die Einstiegshürde. Und da war ich positiv überrascht. Ich hatte wirklich gedacht, dass bei Duel Links die Einstiegshürde sehr hoch ist. Ich meine, klar, ich spiele das normale TCG, ich kenne mich aus mit allen Beschwörungsarten, ich kenne mich auch mit vielen alten Karten aus, weil ich schon sehr lange spiele, aber natürlich kenne ich den Kartenpool von Duel Links an sich nicht und zusätzlich weiß ich gar nicht genau, was ist der optimale Weg, etc. Muss ich da eben reinfinden und ich finde, die Einstiegshürde ist sehr gering. Es hat mich sehr überrascht. Ich dachte wirklich, ich werde in das Spiel reingeworfen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Reizüberflutung, zu viel Information oder so. Nein, es war gar nicht so. Das Spiel nimmt einen an die Hand, sagt, ey, komm, mach mal dies, mach das. Hier kannst du leveln, hier kannst du Punkte machen, etc. Hier kannst du neue Sachen freischalten. Ist sehr angenehm gewesen. Und theoretisch kann man das easy halt sogar ohne Hilfen, ohne Guides, ohne andere Videos machen. Man kann das einfach ganz alleine für sich spielen. Man wird vielleicht bei den einen oder anderen Punkt mal scheitern oder vielleicht dann was Neues entdecken. Aber ey, das ist doch der Sinn der Sache. Es wäre ja auch blöd, wenn alles ein komplett vorgekaut wird und man halt gar nichts selber machen müsste. Ne? Das ist auch eigentlich blöd. Wie es weitergeht, steht ja als nächster Punkt. Wie gesagt, ich werde Stage 2 spielen und Duel Links allgemein finde ich sehr interessant. Ich habe jetzt einen aktiven Account, auch mit einem kompletten Deck drauf und ich werde dort in Zukunft auch weiterspielen. Denn Leute, da kommen wir noch ein bisschen zu meinen eigenen Erfahrungen, was ich immer am Anfang ein bisschen vergessen habe. Ich muss einfach sagen, dass ich mich selber erwischt habe, wie ich abends so dachte,
Ey, yo, ich hab noch Bock, ein bisschen was zu düddeln. Normales Yu-Gi-Oh!, also TCG, ist dann doch sehr anstrengend. Hey, ich mach ein bisschen Musik an und spiele einfach Duel Links und hab dann nebenbei abends einfach Duel Links gedüddelt. War sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss gar nicht krass gegen andere Leute in der Welt antreten, sondern einfach nur gegen die Computer dort spielen, also die Duellanten, die in der Welt auftauchen und einfach da seine Duelle machen. War sehr entspannt und hat mir halt mehr gefallen, als ich gedacht habe. Ja, ich bin einfach nur positiv überrascht. Dann kommen wir zu einem Aspekt, den viele Leute mit Duel Links verbinden, und zwar Geld investieren. Ja, beim Thema Geld investieren muss man natürlich sagen, ja, man kann dort Geld investieren, ist klar, es gibt die Option durchaus. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, ist das überhaupt notwendig? Und die Antwort ist, jein. Durchaus gibt es sehr viele Leute, die das Ganze einfach ohne Geld machen, also sie investieren kein Geld und schalten alles Stück für Stück frei und haben dann halt auch gute Decks. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, also wenn ich jetzt hier kein Geld investiere, dann habe ich keine Chance. Das ist auf jeden Fall falsch, was man natürlich auf jeden Fall sagen könnte, dass man deutlich mehr Zeit da reinstecken muss, aber ist halt irgendwie auch logisch. Aber es funktioniert auch, man muss halt ein paar kleine Tricks kennen. Wie bekommt man Edelsteine? Ich habe ja auch in meinem Erklärungsvideo zu Duel Links auch ein paar Tipps gegeben. Es gibt noch weitaus mehr. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man dazu nochmal ein Video machen. Ich weiß es aber nicht. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr von dem Ganzen haltet, ob ich nochmal so ein Tipps-Guide-Video machen sollte, wie man halt einfach auch vielleicht gewisse Sachen freischaltet, beziehungsweise eben Edelsteine bekommt. Ja, ich selber habe Geld investiert. Ich habe einmal das Structure Deck Edelriddler gekauft und das waren halt aufgrund der aktuellen Sale-Season, waren das einfach nur, was war das? War glaube ich 2,95 €. Also einmal das Structure Deck halt geholt. Der Normalpreis im Nicht-Sale wäre 4,45 €. Und das war's. Den Rest habe ich durch Tickets bekommen, die man ja automatisch bekommt, wenn man sich regelmäßig anmeldet. Und natürlich auch durch die Gems, die man regelmäßig bekommt. Also Edelsteine sind Gems. Und dann habe ich halt eben die Karten einfach in Boostern gezogen. Ich brauchte eigentlich streng genommen zwei, übers dritte bin ich eigentlich sogar sehr dankbar, die dritte Karten, drei Karten, um mein Deck zu verbessern. War jetzt nicht so schwer, die zu bekommen. Und eben die Tickets, die halt sehr, sehr hilfreich sind, um gewisse Staples zu kriegen, um dein Deck eben deutlich besser zu machen. Ich war überrascht. Ich dachte auch selber wirklich, dass ich vielleicht etwas mehr Geld investieren wollen würde einfach, weil ich dachte so, ja, das verbessert mein Deck deutlich, aber ist halt eigentlich gar nicht notwendig. War da auch positiv überrascht. Womit ich aber richtig überrascht war einfach mit der Community. Denn ich muss einfach ehrlich zugeben, Duel Links ist ein, klar, zum einen natürlich ein anderes Spiel, besitzt andere Regeln, besitzt einen anderen Pool. Es ist nicht mit echten Karten, sondern es ist halt natürlich online, am Handy oder eben auf Steam. Und ja, die Community ist groß, also größer auch als ich dachte. Ich habe Leute in meinen Chat gesehen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, die supportet haben, die Tipps gegeben haben, die dabei waren, die mitgefiebert haben, die ebenfalls an KC Grand Tournament teilgenommen haben und einfach Bock hatten auf das Ganze. Aber ich muss einfach sagen, auch hier, ich bin positiv überrascht. Dieses Projekt war für mich einfach so, ey komm, versuch's da einfach mal. Und und jetzt auf einmal so positive Resonanz, ist einfach mega und einfach mega cool. Also danke für euren Support und natürlich auch einfach für diese coole Community und auch allein deswegen, weil ich weiß, dass manche sagen, hey, ich spiele Duel Links, das macht mir mega viel Spaß, aber das normale TCG spiele ich nicht. Klar, das sind so zwei Communities, aber es macht mir Spaß, in beiden zu sein und dementsprechend denke ich mal, dass ich halt hier dementsprechend auch noch weiter Duel Links machen werde, weil es einfach cool ist. Und dann zum Abschluss, was soll ich sagen? Natürlich großen Dank an Konami für die Zusammenarbeit. War sehr überraschend für mich, dass ich angefragt wurde. Also nicht überraschend. Ich habe, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon Duel Links gespielt, auch bei einem Invitational. Aber ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das geht den meisten so. Und genau deswegen mache ich auch nochmal hier jetzt dieses Video. Weil viele, denke ich, gar nicht Duel Links so auf den Schirm haben als solches und denken, ja, die Einstiegshürde ist so groß, man muss da so viel machen, man muss viel Geld investieren. Und das sind alles so Vorurteile, die ich sogar selber zum Teil hatte, die aber alle unberechtigt sind, weil man wird an die Hand genommen, man muss nicht wirklich Geld investieren, etc. Also es war sehr positiv und deswegen auch dieses Video und auch einfach mal so ein bisschen normales Reden,
ohne irgendwelche Schnitte oder so, dass ihr jetzt nicht denkt so, okay, das hat er jetzt alles abgelesen, das hat er jetzt alles irgendwie, whatever oder so. Nee, das habe ich einfach jetzt hier frei raus. Könnt ihr auch mal schreiben, wie euch das gefällt, dass ich einfach mal frei zu einem Thema rede. Vielleicht könnte ich das ja auch mal zu anderen Thematiken machen, dass ich einfach mal so kleine Stichpunkte mache hier. Also ich habe hier jetzt halt 6 Stichpunkte, das ist jetzt nicht so die Welt. Und dass ich einfach frei rede, ist natürlich ein bisschen ruhiger an sich. Und halt, natürlich nicht so viele Schnitte, ne? Beziehungsweise gar keine Schnitte. nochmal ein Riesendank an alle, die mich supportet haben. Und das war mein Einblick von dem Ganzen. Ich kann mich jetzt hier nur wiederholen an dieser Stelle. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und vor allen Dingen viel Spaß beim Duellieren. Okay, jetzt habe ich doch noch ein bisschen YouTuber-Dasein gemacht.